Wo fummelst du jetzt schon wieder in fremden Taschen rum da? Du hast eine Upgrade-Platine, nimm die mal. Plus 2 minus Feuer. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist fest. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Oh, ein Rätsel. Das war ein Satz mit X. Was müssen wir denn hier machen? Mach, drück da nochmal. Hast du? Nö, ist mach gut. Mal. So. Steh ich nicht. Ich drück nochmal da. Nee, ich drück weg. Mach du das Rätsel, ich mach das Schwierige. Ich drück jetzt mal hier den. Vielleicht bringt's ja was. Super, oder? Ganz hinten den musst du drücken. Ja, ich drück jetzt ganz hinten den. Warte. Jetzt? Okay. Oben die zwei, jetzt die zwei drücken. Hier, den hier. Steht doch drüber. Ja, ich drücke. Die vier. Hier. Die drei. Die eins. Die vier. Oh, die eins. Boah, ist das schwer. Boah, die zwei. Boah, da war ich jetzt echt nicht drauf vorbereitet, ne? Die vier. Schaff schnell. Boah, gerade noch rechtzeitig. Die, oh Gott, die drei. Ich helfe dir. Und jetzt? Runter vom jetzt Planeten. Jetzt wird's hier warm. Es wird heiß. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. What the fuck? Ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Es frisst euch auf. Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Mit Santos treffen? Mhm. Mit Los Santos. Mit Santo Domingo. Santo Domingo. Insel, die hier aus der Augen. Was? Ja, das war ernst. Wirklich Schlampe. Hier drüben. Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ja, mach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Das ist zu komplex. Sieht aus, als hätten sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Ich hoffe,
hoffe, ich kann genug zusammenstückeln, um die Maschine zu finden. Warum sind sie noch hier? I'll be back. Bei mir ist alles okay. Drückst du da mal? Treten, drücken. Ich kenne den Unterschied zwischen treten und drücken noch nicht. Okay. Sagen auch Genies. Sämtliche Frauen, die sagen, drückst du mich mal? Bam! Und sie finden die Maschine. Und dann? Wissen sie überhaupt, wie sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja. Ich konnte ein paar Logs von Dr. Solano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung des Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codec. Unfassbar. Du hast echte Probleme mit dem Typen, wa? Gleich bestimmt nicht mehr. Jetzt hat die große Uhr gebimmelt. Boah, die haben hier voll den Heiligen Kreis gemacht. Voll der Kult. Satan. Kult hier. Das Kult hier, ne? Das ist Kult. Kult hier. Ich muss mal gerade Rumpy und Schrumpy aus der Bank holen. Rumpy und Schrumpy? Ach ja, ich habe Rumpy und Schrumpy mal auf die Suche geschickt. Boah, hier bist J.J. Abrams, wenn du mal ins Licht guckst. Alles. Sieht aus, als wäre der Pfad hier oben. Hey! Alles okay? Da draußen war eine Frau. Vielleicht sollten wir sie mal suchen. Seit wann komme ich denn auf so ein Spökes? Na dann, auf zur optionalen Mission! Was? Och nö! Doch, wir hängen ja erst ein paar Stunden hier am Ziel. Verdammt. Da müssen wir lang. Nein, dann hier müssen wir lang. Verdammt. Ich wollte mich nur warm laufen. Kommen Sie rein, können Sie raus. Nee, kann man nicht. Haben Sie wirklich jemanden gesehen? Das ist der einzige Weg, den Sie genommen haben könnte. Danach habe ich nicht gefragt. Willst jetzt auch noch klugscheißen, oder was? Weil dann gibt's nämlich immer fette Mats, wenn man die Mission schafft. Wenn man sie schafft. Nur fette Mats? Einen fetten Mats gibt's. Im Übrigen waren wir hier schon mal. Da ist sie wieder. Da ist wer wieder wo? Die Staute? Verriegelt und verrammelt. Wie machen wir die denn jetzt auf? Müsst da rein? Ja, die ist da reingelaufen. Wer ist da reingelaufen? Da ist doch offen. Warte auf Partner. Bin doch da. So, die ist übrigens durch die Zune Tür gelaufen. Das ist ein Geist. Was ist das hier für ein scheiß Ort? Sagen Sie es mir. Sie haben uns hergebracht. Ja. Ich
sehe mich mal um. Kommen Sie mit? Nö. Ja, klar. Ja, klar. Wir wissen ja gar nicht, wohin. Mach da nicht einfach mal ein paar Türen auf. Ich bin in der USSSS. Ja, müssen wir denn da rein? Muss ich doch nicht. Hier sind doch noch ich andere sitze. Türen. Ich sitze in der USSSS. Hier sind überall Aufzüge. Dann lass doch mal deinen Strahl los und dann weißt du, wo wir hin müssen. Ja, das Problem ist, dass der Strahl zum gegenwärtigen Ziel spinnt. Müssten wir hier gucken, ob wir nicht die Nebenmissionen. Kannst du nicht Nebenmissionen auswählen als Strahl? Optionale Mission, Koop-Mission, erkundet das Archäologiezentrum. Gibt nur ein Rätsel von vorn. Von hier sind wir ja gekommen. Ach, lass uns einfach mal da rein. Mal sehen, gucken, wo der Weg hinführt. Wo bist du jetzt hin? Zur USSSSS. Warte auf, Mr. Pilot. Alles lockt. Vorratslager. Müssten wir da hin, oder? Wir sind in der Archäologie jetzt gerade. Ja, ja, und zum Vorratslager müssen wir doch hin, oder? Ich doch nicht, du hast doch gerade vorgelesen, erkunde das. Vorrats. Fahr da einfach mal hin. Nicht so einfach, ich fahr ein Lager. Du wirst dir jetzt einen Riesenschub geben. Nicht so schnell, ne? Ich hab alles unter Kontrolle. Wie im Phantasialand. Gähnende Langeweile, wa? Mhm. Gib mal Stoff! Mir wird schlecht! Genauso aus wie da, wo wir herkamen. Ja, irgendwie schon. Cloned to death. Break glass. Emergency. Ich krieg das Glas nicht kaputtgeschlagen. Oh, bist ein Weichei. Ist halt Sicherheitsglas. Oh, ah. Da war auch noch eine Tür. Ja, wir mal hier rein. Wir haben uns gleich so derbe verlaufen. Ich bin dein Vater. Nee, bist du nicht. So, ne Mann, so geht das nicht. Ab ins Zimmer. Sonst kriegst du warme Füße. Ist aber ein ist das eine lange Strecke? Wo geht's denn da hin? Ach, aber das ist ja schön hier. Ja. Der Musik. Viel Platz. Und diesem kaputten irgendwas, Raupenfahrzeug. Hier lasse ich mal einen abspielen. Russo! Ist da wer? Verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ordnungssender mit Sergeant Lumley's Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Willst du wissen, was sich hier abgespielt hat? Nee.
Dieses Band da vorne. Was ist denn hier los? So, hätten wir das schon mal erledigt. Graffiti mitten in der Station hier, ich glaub's nicht. Irgendwas habe ich da eingesammelt. Textlog gefunden. Dein HP-Balken ist down. Ach, mein HP ist... Hier ist... Turn it. So! Lass mich mal ran da. Das ist so ein Test, wie die Affen bei der NASA machen müssen? Klötzchen sortieren? Ja. Verehlt. Zack! Und so, dann können wir hier durch, ne? Wo geht's lang? Da geht's. Hier können wir aber noch die Treppe rauf. Ich geh mal gucken, was uns da so erwartet. Nichts aus Money. Wieder Freunde gefunden. Alter! Der war ein bisschen weit weg für einen Tiger Uppercut. Ja, ich hab's gemerkt. Da stimmt das Timing noch nicht so. Hm.